Hallo liebe Top-Familie, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Endlich ist es wieder soweit. Tut mir leid, dass es um diese Zeit kommt, aber ich hatte tatsächlich Probleme, Videos hochzuladen. Es lag einfach am Router. Ich musste den Router einmal komplett abstellen, wieder neu einstellen. Also einmal aus, einmal an, dann ging es wieder. Keine Ahnung warum. Jedenfalls, keine Sorge, ich bin da am Start. Werde jetzt nicht, ihr habt ja ein React. Ja, ein React gesehen von Jonas Wuttke. Das andere Video, ich habe es aufgenommen, tatsächlich. Kann es noch hochladen, wenn ihr wollt. Jetzt kommt erstmal dieses Video hier und um 20 Uhr kommt auch noch mal ein Video für euch. Also heute ausnahmsweise mal am Abend, weil ich jetzt hier am Tage halt eben das Problem die ganze Zeit gefixt habe und jetzt halt eben aufnehmen. Wir schauen jetzt. Dass wir auf das Video jetzt hier eingehen. Neueste Video von Jonas Sems. Fremdgehen, Schmerzbeziehung, eure Jugend. Gleich hier zu Beginn der Frage, kann sich ein Mädchen was gönnen, ohne als Dampe abgestempelt zu werden? Das ist echt so ein Ding, finde ich. Also bei Jungs ist es so, da wird so gesagt, Checker, bei Mädchen, die gelten als Schlampen. Also, schwierig, schwierig. Bin mal gespannt, was Jonas sagt, von daher, lasst uns beginnen. Kann sich ein Mädchen was gönnen, ohne als Schlampe abgestempelt zu werden? Was ist dein Rat, wenn die Lust auf Sex in einer Beziehung weniger wird? Wie geht man damit um, wenn man betrogen wird? Und damit hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Es ist schon wieder mindestens ein Monat her, dass ich das letzte Mal hier saß und ein Video gedreht habe. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich habe das alte Intro an den Anfang gemacht, weil das Video hier ist nochmal so ein bisschen wie die Videos vor 2-3 Jahren. Ich habe mir jetzt zuletzt mal bei Insta eine Umfrage gemacht, wo ich euch gefragt habe, so, auf was ihr Bock habt. Haben super viele gesagt, hey, mach noch einmal so ein kleines Beziehungs-Liebe-Sex-FAQ. Und deswegen dachte ich, mache ich das heute nochmal, weil es, glaube ich, auch wieder eine Menge Fragen gibt, die ich hier als Dr. Sommer klären kann. Ich hoffe, ansonsten ist soweit alles gut. Ich habe eine Frage an euch ganz kurz. Und zwar aktuell, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber aktuell wohnt mein Homie Loris bei mir. Er kommt ja eigentlich aus der Schweiz. Der wohnt jetzt die nächsten 2-3 Monate bei mir. Und ich habe mir irgendwie gedacht, es gibt so viele Videos auf YouTube, die so Girls Talk Themen haben. Halt, wo Mädels im Girls Talk über Dinge reden, wie irgendwie ihr erstes Mal die Pille nehmen. Wie Selina und Jennifer Saro, sage ich nur. Haben wir auch darauf reagiert. Ist, wenn man die Tage hat, Sport-BH oder nicht, all solche Themen. Finde ich auch total gut, dass es sowas gibt. Also wirklich, ich feier das. Ich habe nur irgendwie, ist mir klar geworden, dass es sowas für Jungs gar nicht richtig gibt. Also es gibt keine Boys-Talks, wo man mal über Sachen redet, die halt so in den Köpfen von Jungs vorgehen. Und Loris hat 1000 Geschichten zu erzählen. Der hat so viel schon erlebt. Nochmal 1000 Mal mehr als ich. Und ich glaube, wir können uns zu zweit einfach hinsetzen und einfach über so viele Themen reden, die vielleicht für Jungs spannend sind, weil das mal aus deren Perspektive... Ja, einmal das. Oder eben dadurch, dass Loris ja bei dir wohnt, lieber Jonas, falls du das hier sehen solltest... Glaube ich jetzt mal nicht, aber das wäre auch so eine Idee. Ein Livestream. Ich habe lange keinen Livestream von zwei Blonde, zwei Gedanke. Und gleich sonst mal ein Stream mit Loris wäre sonst auch mal sehr interessant. Hier könnte das neueste FIFA spielen. Ich weiß, dass Jonas Fußballfan ist und Loris auch. Also, wer weiß, vielleicht auch mal sowas wäre auch mal cool. Ist, weil man denkt immer über Jungs einfach so, pauschal sind einfach welche, die wollen nur das eine und dass es nicht so ist, wissen wir, glaube ich, alle. Bin selber teilweise so ein Gefühlsopfer und manchmal dreht es bei mir richtig, also das ist normal. Also es ist bei Jungs ja genauso und wir reden da nicht immer nur darüber, wie hart man irgendein Girl durchgenommen hat oder so. Jungs-Talks sind viel deeper, als man denkt. Deswegen, Leute, gebt gerne mal einen Daumen nach oben oder schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf einen Boys-Talk hättet. Ja, ist ja sogar auch für die Mädchen interessant, mal so aus der Perspektive von den Jungs was zu hören. Ich würde sagen, wir kommen mal direkt mal zur ersten Frage. Die ist von Heiko Lochmann gewesen. Kommen Kinder vom Storch? Vielen Dank, Heiko, dass du dich auch bei meiner Instagram-Umfrage beteiligt hast. Ja, tatsächlich kommen Kinder vom Storch. Vielen Dank. Jalina von Krasschessenbad. Wie funktioniert Sex eigentlich? Ich dachte, dass sie das schon wüsste, aber vielleicht... Pass auf, Leute, ganz ehrlich, ich habe die Frage hier rausgesucht, weil ich gerne auf eine Sache gerade kurz, gerade am Anfang vom Video aufmerksam machen möchte. Da war ich ja zuletzt bei Utopia unter dieser Kuppel. Da gab es einen Sponsor und zwar Ritex. Das sind halt einfach gesagt besonders ökologische Kondome, also sehr umweltfreundlich, funktionieren aber trotzdem genauso gut. Das heißt, wenn ihr euch Kondome gönnt, was gut ist, präventiv gegen Schwangerschaften und natürlich aber vor allem auch vor Geschlechtskrankheiten schützen, dann gönnt euch die von Ritex. Damit tut ihr nämlich gleich auch was Gutes für die Umwelt. Aber wir haben da eine kleine Challenge gemacht, bei dem wir selber Kondome herstellen mussten. Und ich zeige euch hier mal einen ganz kleinen Zusammenschnitt davon. Ist nämlich ganz witzig geworden. Stellt Kondome aus Naturkautschuk her. Ihr habt eine Stunde Zeit. Machen wir es einfach in der Mitte, splitten wir das jetzt? Okay. Marke Love Make Condoms. Material, Glasformen, Latex, Föhn. Bro, kannst du es normal vorlesen? Okay, sollen wir nochmal sitzen? Doch, ich wusste sie. Komplett aufpassen. Hä? Auf einmal ist voll das Kondom, Alter. Die sehen so ranzig aus wie die da mit dem Mehl an der Spitze. Ja, der ist einfach XS geworden. Das sieht aus wie Socken. Warte mal. Volles Kondom, Alter. Die sehen so ranzig aus wie die da mit dem Mehl. Das sieht aus wie Socken.
Ich habe tatsächlich nicht alles gesehen. Ich war auch kurz bei Utopia und habe da reingeguckt. Aber tatsächlich, und das ist so das Ding, am Tage habe ich auch immer viel zu tun. Da vielleicht mal so 2, 3, 5, höchstens 10 Minuten. Wenn, dann habe ich so abends, während ich es so gerendert habe, tiefer in dem Sinne, habe ich so immer so ab Mitternacht so reingeguckt und dann saßen da irgendwie nur so 2 oder 3. Also, da war dann nicht immer so viel mehr los. Ja, das ist ja, einfach XS geworden. Digga, perfekt für mich. Wir haben unsere Pflicht getan, wir haben 5 gemacht. Ihr habt 5 Stück. Wir haben 4. Das ist ein Kinderkondom. Das war ein Joke. Schwarzer Humor, I'm sorry, das bin ich. Wie ist das, das hier? Ja, schau dir das an, Junge. Sehr ehrlich krank. Das ist schon nice. Wie groß ist denn das? Wir müssen das hier noch schaffen, damit wir unsere Baumspende bekommen. Los. Go, Simon, los. Vielleicht machst du es erstmal auf und dehnst es, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Pass am Ende auf, wenn es nicht reißt. Wenn es reißt, musst du mal von vorne anfangen. 18 Sekunden noch. Wie die Motivation kommt. Ist es nichts gerissen? Genau, also das zum Thema Kondome selber herstellen sollte man besser nicht. Ist nicht so. Also finde ich schön, dass auch, sag ich mal, es in so viele Richtungen, sag ich mal, umweltfreundlich ist. Also man kann in so vielen Richtungen umweltfreundlich denken. Deswegen fand ich YouTube ja so vom Aspekt her halt sehr interessant. Mal eben Umwelt und was kann man als Mensch auch besser machen. Gerade auch, sag ich mal, für euch Jüngere da draußen, die sowas auch gerade in der Schule lernen und sich auch mehr und mehr damit auseinandersetzen. Tatsächlich habe ich auch dadurch meine Erfahrung gesammelt im Bereich Natur, denn ich hatte ein Praktikum, schon viele Jahre her, aber hatte ich so ein Schulpraktikum beim Naturschutzbund. Und das war sehr, sehr interessant. Ich habe da so viele tolle Sachen wahrgenommen, kennengelernt. Also, das war wirklich sehr interessant und sehr schön, muss ich sagen. Das war wirklich so easy, deswegen lieber kaufen. Ich packe euch mal einen Link unten rein zu denen von Ritex. Wer sich da nochmal informieren will, kann das gerne machen. Also einfach unten draufklicken. Die nächste Frage. Kann sich ein Mädchen was gönnen, ohne als Schlampe abgestempelt zu werden? Das ist eine spannende Frage, also beziehungsweise das ist keine spannende Frage, weil die Antwort darauf muss natürlich ganz eindeutig sein. Natürlich können sich auch Mädchen gönnen. Das Ding ist, es ist in unserer Gesellschaft jetzt schon besser mittlerweile, aber Fakt ist ja, es ist ein Struggle so. Wenn Jungs viel Sex haben, dann ist es meistens, also klar, mittlerweile gibt es auch viele, die dann als Fuckboy abgestempelt werden, dann ist es auch für viele negativ, aber oft ist immer noch dieses so, wow, krass, er hat so viele Girls, gerade so unter Jungs. Bei Mädchen geht es viel schneller, dass man sagt, oh, voll die Ho, so, die gönnt jedem und so. Ist aber voll der Schwachsinn. Ich sag, das sehe ich genauso. Also, das ist der Schwachsinn, aber genauso, das habe ich ja auch eben am Anfang angesprochen, das ist so dieser gesellschaftliche Gedanke. Wenn Mädchen viele haben, yo, voll die Ho und Bumpe eben in dem Sinn und bei Jungs, yo, voll der Checker, manchmal aber auch so Fuckboy schon mittlerweile. Merkt man ja auch bei Krass Klassenfahrt, sage ich mal, durch die Rolle Stanley, wie die das ja auch darstellen. Von daher, natürlich. Und ich sag's mal so. Man muss nicht jede Stunde zum Beispiel einen neuen haben. So, das ist vollkommen übertrieben. Aber ich sag mal, ich habe nichts gegen One-Night-Stands. Auch ich hatte schon One-Night-Stands. Solange man nicht jeden Tag, in dem Sinne, sag ich mal, jemanden abschleppt. Aber so, ich sag mal, regelmäßig, so keine Ahnung. Jetzt ist es natürlich etwas schwieriger, muss man ja auch zugeben. Jetzt sollte man das ja eher nicht machen, aber generell spricht nichts gegen One-Night-Stands. So. Das ist halt einfach Fakt und das ist egal dann, ob man Junge oder ein Mädchen ist. Ein Mann oder eine Frau in dem Sinne. Ich sag ganz ehrlich, wer Bock auf Sex hat, der soll Sex haben, mit wem auch immer er das möchte. Solange es halt nicht darauf hinausläuft, dass es zum Beispiel passiert, wenn man in einer Beziehung ist oder Leute man dazu zwingt, mit ihnen Sex zu haben, obwohl sie es gar nicht wollen. Also solange beide Parteien einverstanden sind, ist es ja völlig Wayne. Wenn ich das aber ehrlich gesagt, wenn ich einen Tipp geben dürfte, würde ich sagen, ich würde mit den Sachen nicht so hausieren gehen. Aber das gilt nicht nur für Mädchen. Also wenn das Mädchen machen möchte, kannst du es genauso machen wie ein Junge. Das sollte völlig gleichberechtigt sein. Aber ich würde auch jedem Jungen sagen, so, man muss sich damit flexen. Also warum? Man muss nicht irgendwo hingehen und sagen, ey yo, ich habe so viele schon. Ist ja, also versteht ihr? Das ist voll sinnlos so. Was man eher so unter Jungs sagt, so von wegen, ich habe letztens jemanden, ich hatte letztens wieder ein Date. Ah, du meinst so ein Date? Ja, genau. Das sind so normale Gespräche, sage ich jetzt mal so, aber nicht so, boah, ich habe schon so viele gehabt, was ist mit dir? Ach, du Lappen, weißt du, ich könnte jede Nacht so in dem Sinne, deswegen, also, ich weiß ganz genau, worauf Jonas hinaus will und ich sehe es genauso.
So, und genauso auch als Mädel wird es jetzt auch nicht überall hingehen und jedem das erzählen, so, weil es ist natürlich schon so, also auch aus Sicht eines Jungen, wenn ich das selber rumerzähle, wenn ich jetzt jedem sage, yo, ich habe schon 150 Girls, so, dann ist es halt auch so, versteht ihr, was ich meine? Kann man natürlich machen, wenn man darauf Bock hat, aber genauso finde ich es auch in Ordnung, wenn jemand mir sagt, so, er hatte erst mit 3 oder 4 Sex, so, versteht ihr? Das bedeutet vielleicht manchmal auch, dass man was wählerischer ist und so, es muss also nichts Schlimmes sein. Aber Fakt ist, auf jeden Fall sollten das Mädchen genauso machen dürfen wie Jungs, es gibt da keine Naturgesetzmäßigkeiten, die dagegen sprechen. Nächste Frage, gerade in krankhafter Eifersucht, wenn man Freund Pornos guckt, das kann ich verstehen, ohne Scheiß. Ich habe diese Erfahrung auch schon. Was stand denn da nochmal in den Klammern? Nächste Frage. Gerade in krankhafter Eifersucht, wenn mein Freund Pornos guckt, anonym mit. Ah, okay. Kann ich auch verstehen. Also, ich finde, wenn man Single ist, da fange ich erstmal so an. Wenn man Single ist, würde ich sagen, schaut man sich vielleicht mal ein Porno an. So. Oder eben nicht. Also, ich zum Beispiel echt nicht. Aber wenn man in einer Beziehung ist, finde ich das schon sehr seltsam, weil damit signalisiert man ja seiner Freundin, jetzt, wenn ich jetzt aus männlicher Sicht spreche, ich geile mich in dem Sinne daran auf, aber nicht an dich. Also so muss man sich das vorstellen und das ist halt ein echt dummer Gedanke und Eifersucht würde ich es nicht nennen. Ich würde eher sagen, dass das halt irgendwie so eine komische Angewohnheit ist, weil, ja, man sollte als Freund, als Mann, als Junge in einer Beziehung nicht Pornos schauen und sich und wenn, dann sollte man sich eher nicht erwischen lassen, aber eigentlich sollte man es generell nicht machen, ja, allein aus Respekt der Freundin gegenüber. Punkt. Gerade in krankhafter Eifersucht, wenn man Freund Pornos guckt. Das kann ich verstehen, ohne Scheiß. Ich habe diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Was ich dir aus Sicht eines Jungen sagen kann, ist, dass da nichts hintersteckt. Es steckt da 0% hinter. Wenn man sich als Junge in einer Beziehung ein Porno anschaut, dann denkt man nicht irgendwie, oh mein Gott, diese Pornodarstellerin, ich würde jetzt so gerne selber der Pornodarsteller sein und würde jetzt mit ihr schlafen. Sondern es ist im Grunde einfach nur sexuelle Stimulation, wenn man das so möchte. Ja und nein. Also ja, auch, aber auch so dieser Aspekt, warum guckt man Pornos, wenn man in einer Beziehung ist, macht, finde ich, so gar keinen Sinn. Also, ist wirklich so. Wenn man in einer Beziehung ist, sollte man mit seiner Freundin die Zeit verbringen, nicht Pornos schauen, weil das was nicht bedeutet, wie Jonas gesagt hat, dass man jetzt sagt, oh, ich will jetzt hier, ich stelle mir vor, ich wäre er und so. Aber man stellt irgendwie dann die Freundin auf ein gewisses Podest und hat dann vielleicht doch so gewisse Anforderungen, gewisse Wünsche, die die Freundin vielleicht einen erfüllt, die aber die Freundin dann nicht erfüllen möchte, weil sie so denkt, ey, sowas möchte ich nicht. Deswegen, man kann, ja, ich sag mal, es gibt welche, die eben nicht so diese Gedanken haben und dann sind es wirklich harmlose Gedanken, aber es gibt dann auch wieder die anderen und das weiß man eben nicht, wer hat jetzt welche Gedanken dabei. Im Endeffekt, wenn der Junge sich eine runterholt, genauso bei Mädchen, vermutlich ist es auch so, kann das jetzt nicht zu 100% sagen, aber auf irgendwas gedanklich holt man sich ja schon immer einen runter so. Also man ist ja nicht einfach bei den Gedanken irgendwie beim, keine Ahnung, hier ist ein Fernseher, ich denke mir ja nicht so, oh mein Gott, ich call mir jetzt ein und denke an den Fernseher oder so. Man denkt ja an irgendwas, denkt man ja schon. Das bedeutet nicht, dass man in einer Beziehung unzufrieden ist, dass man in einer Beziehung unzufrieden mit dem Sex ist oder man hatte ab und zu einfach mal Bock zu so. Ist aber einfach nichts Schlimmes, versteht ihr? Genauso muss es einem Mädchen nicht unangenehm sein, das zu machen oder Pornos zu gucken. Grundsätzlich aber, das möchte ich ganz kurz sagen, ist Pornokonsum pauschal nichts Gutes. Dazu möchte ich jetzt nicht so weit ausholen, aber wenn man so denkt, soll ich jetzt machen oder nicht und es ist egal, dann macht es lieber mal nicht, weil das auch vieles kaputt machen kann. Gerade auch, was in der Pornowelt suggeriert wird, wie Sex ist, genau, wie Leute aussehen müssen, das ist teilweise schon ziemlich krankhaft, deswegen grundsätzlich genau ist Pornokonsum schon eher was Problematischeres. Was hilft gegen Liebeskummer? Also Liebeskummer, da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich glaube, wenn ich eine Sache vor allem hervorheben dürfte, dann ist es Ablenkung, ganz klar. Wenn du unterwegs bist, wenn du was mit Freunden machst, wenn du vielleicht dir selber noch einen Serienmarathon gönnst oder so, am besten aber, glaube ich, wirklich was mit anderen Leuten zu machen, hilft. Was ich immer nur bei Liebeskummer sagen kann, was das Beste ist, zwei Sachen. No joke, also das hat bei mir, was heißt, hat bei mir geholfen, aber so habe ich auch immer so Freunden immer empfohlen, das zu machen und dann ging es auch immer relativ gut. Nummer eins, darüber sprechen, mit besten Freund, bester Freundin, vollkommen egal. Und dann, so gesehen, was mit dazu gehört, damit verarbeiten erstmal so für sich selbst und eben dieser Punkt, den Jonas angesprochen hat, ablenken, aber ich sag euch womit, nämlich mit Musik. Ich kann, ich sag mal so 3-4 Songs
nicht mehr hören. Ich kenne die Titel, kenne die Interpreten davon. Aber ich habe diese Lieder gehört, um genau diese Gedanken in dieses Lied zu verpacken. Und das ist halt so schlau von mir. Das bedeutet, ich höre diese Lieder gar nicht. Ich glaube, irgendwann letztens habe ich tatsächlich ein Lied, weil das in so einer Playlist drin war, dann gehört. Und ich dachte mir, es ist so, nee, schnell weiter. Weil dann kamen wieder diese Gedanken hoch. Und ich habe 4 Lieder, wo eben so diese, sag mal so, Liebeskummer-Gedanken drin sind. Und da habe ich diese Gedanken drin versteckt, wie so eine Schublade. Und diese Schublade wird nur geöffnet, wenn ich eins dieser Lieder höre. Kann ich euch nur empfehlen, ist sehr praktisch. Immer ultimativ gut schon. Also ich würde auf jeden Fall aufpassen damit. Ich weiß, es machen manche super gerne, sich einfach dieser völligen Deprimation hinzugeben, sich aufs Bett zu setzen mit, keine Ahnung, Schokolade und ganzen Taschentüchern und man einfach nur heult. Aber sich die ganze Zeit selbst zu bemitleiden, ist nicht gut. Man wird diese Gedanken automatisch los, wenn man viele Sachen unternimmt. Das heißt, lenk dich ab, mein bester Tipp. Ultra schüchtern und so, aber über Handy bin ich jetzt absolut gar nicht. Kenne ich, das ist bei ganz vielen, glaube ich, so. Bei mir war das früher auch so. Mittlerweile habe ich es voll in den Griff bekommen, aber früher war das auch so. Es ist normal und ich glaube, Schüchternheit ist auch pauschal wirklich nichts Schlimmes. Also ganz ehrlich, beim ersten Treffen, wenn eine Person schüchtern ist oder so, ist es nichts Schlimmes. Das ist einfach natürlich und sich zu verstellen dann oder so, das wäre genau das Falsche. Also das stimmt. Natürlich bleiben, wenn man schüchtern ist, ist man schüchtern. Bei mir war es, sag ich mal, auch so. Ich war früher sehr, sehr schüchtern und durch YouTube bin ich so viel offener und ich rede vor Kameras, ich rede mit euch über so viele Themen auch und habe mittlerweile so gar keine Probleme mehr auch damit. Früher noch so ein bisschen, aber da hat man mich nicht gesehen, da habe ich nur in ein Mikro gesprochen, was von der Qualität sehr schlecht war. Aber abgesehen davon, deswegen. So unnatürlich aufgedreht sein oder so, das finde ich eher abtörend, ehrlich gesagt. Wenn du schüchtern bist, dann ist es so. Bedeutet nur, dass du erstmal nicht direkt alles geben möchtest, dich voll präsentieren willst, was völlig okay ist so. Also, hey, es ist okay. Bisschen unangenehm ist natürlich, wenn man über das Handy irgendwie so krasse Flexe auspackt und irgendwie so tut, als wäre man der krasseste Kerl. Okay. Und dann im echten Leben ist es halt nicht so. Ich würde halt über das Handy schon also ehrlich sein und auch sagen so, ey, beim ersten Treffen so, nicht, dass du dich wunderst, aber ich bin meistens so ein bisschen zurückhaltender. Also, liegt nicht daran, dass ich dich nicht mag oder so, sondern das bin ich als Person. Ich würde da also relativ entspannt rangehen. Wie geht man damit um, wenn man betrogen wird? Tja, ich persönlich kann sagen, dass das Beste ist, dass du dir erstmal sagst, dass es nicht an dir lag. Zweitens, wenn du betrogen wurdest, dann ist es gut, dass es passiert ist, weil du warst der Person nicht wichtig genug dafür, dass sie dich über das Betrügen gestellt hätte. Also, oder anders gesagt, der Person war es in dem Moment wichtiger, was mit dem anderen zu haben, als mit dir. Heißt also, sie kann dich in dem Moment schon gar nicht mehr richtig geliebt haben. Das musst du dir einfach nur selber sagen. Die Frage ist, klar, betrügen oder zu wissen, dass man betrogen wurde, ist absolut ungeil. Aber wäre es geil gewesen, wenn du jetzt noch ein halbes Jahr mit einer Person zusammen gewesen wärst, der irgendein Keck wichtiger gewesen ist, als du selber so? Ich glaube, ganz genau die richtigen Gedanken. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Ich denke, das würde jeder sagen. Betrügen zu werden ist halt so ein Scheißgefühl. Und ganz genau diese Gedanken. Man war einem nicht mehr wichtig. Beziehung war dann am Ende, wenn sie eher einen betrügt. Und dann weiß man, es ist halt wirklich aus. Es ist ein Scheißgefühl. Es ist halt einfach ein Scheißgefühl. Gleichzeitig weiß man so leider aber auch, und das muss man sich auch immer so begreiflich machen, der oder die nicht der oder die Richtige war. Ich glaube nicht so. Es ist gut, dass ihr die Beziehung dann kultet, dass es dann vorbei ist. Aber natürlich, ey, jedem, der vorhat, seinen Partner zu betrügen, macht vorher Schluss. Also sag ganz klar, es geht nicht weiter. Das ist dann für jeden besser, als irgendwas heimlich zu machen. Hast du es schon mal hingekriegt, dass dein Partner beim Sex abgehauen ist, weil es zu langweilig war? Nee, das ist aber auch sehr krass. Also, dass die Person dann abhaut, ist sehr heftig. Bestimmt gibt es irgendwie mal so den Fall, dass man danach dachte oder sich danach denkt, so, jo, irgendwie war es jetzt, ist da nicht so kompatibel. Aber dann ist es halt so. Also entweder spricht man darüber oder man probiert beim nächsten Mal irgendwelche anderen Sachen aus. Ich habe, um das kurz hier zu sagen, es wird immer von ganz vielen Seiten wird immer so der Rat gegeben oder Tipp gegeben, hey, in Beziehungen oder wenn ihr mit irgendwem Sex habt, sprecht beim Sex, was euch gefällt, was nicht gefällt. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist nicht so oft, dass man beim Sex spricht. Gerade man ist gerade in diesem Modus. Man kriegt das vom Gefühl her oft schon raus so. Also man kriegt, glaube ich, recht schnell ein Gefühl dafür, ob die Person eine ist, die eher auf so... Wenn, dann sagt man es nicht während des Aktes, sag ich mal, einem gefällt. Man redet sonst vielleicht auch schon so davor. Ich glaube, beim Sex redet man so gut gar nicht. Vielleicht so ein bisschen so Dirty Talk, weil ich... Dirty Talk meine ich. So, nicht Deep Talk.
roughen, härteren Sex steht oder eher so vielleicht romantisch, kuscheliger, ruhiger so. Man kriegt dann ein recht schnelles Gefühl dafür. Im Zweifel muss man es einfach über mehrere Sessions ausprobieren so. Wichtig ist nur, dass wenn man merkt, okay, es ist stagniert, man ist immer nur in der, keine Ahnung, selben Position, es ist für beide voll langweilig, dann sprecht auf jeden Fall drüber, was kann man Neues ausprobieren, gibt es vielleicht einen Ort, gibt es vielleicht irgendwas, was man direkt machen kann, braucht ihr vielleicht irgendwelche Spielzeuge oder so. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man quasi sein Sexleben optimieren kann. Die nächste Frage ist genau das auch, und zwar, was ist dein Rat, wenn die Lust auf Sex in einer Beziehung weniger wird? Das nimmt mit der Zeit ab. Am Anfang in einer Beziehung, finde ich, ist es noch so etwas mehr. Je länger man zusammen ist, wird es weniger. Sind wir letztens auch beim Girls Talk drauf eingegangen. Aber das Ding ist halt einfach, ich glaube nicht, dass es generell so weniger wird. Wenn die Lust da ist, dann hat man Sex. Nur man hat vielleicht nicht mehr so große Lust wie am Anfang. Dadurch, dass man halt auch andere Interessen und andere Sachen zusammen macht. Trotzdem kann man immer noch werden. Deswegen sollte man sich darüber nicht so, sag ich mal, große und allzu Sorgen machen. Deswegen, also ich sag mal, das ist normal, dass das ein bisschen abnimmt. Aber ja. Wirklich normal. Fakt ist einfach, wenn man viel regelmäßig mit derselben Person verkehrt, es gibt bestimmt noch welche, bei denen kann das über Jahre lang gut gehen oder halten, aber ich glaube, bei ganz vielen gibt es irgendwann einen Punkt, wo man das Gefühl hat, das ist zur Routine geworden. Und entweder sagt man dann, okay, wir haben, weißt du was, wir haben auf Zwang jetzt mal einen Monat keinen Sex, damit man sich danach wieder mega freuen kann. Oder man sagt wirklich, man probiert eben mal ganz neue und andere Sachen aus. Man kann auch natürlich andere Leute um Rat fragen, vielleicht ergibt sich ja sogar was mit anderen Leuten, wenn da alle interessiert dran sind. Es gibt auf jeden Fall super viele Möglichkeiten, das wieder aufzupeppen. Aber ganz ehrlich, so wirklich so eine Art, nennen wir das Sex die oder nennen das einfach wirklich so Verzicht darauf. Das kann schon für eine Woche dazu führen, dass man danach schon denkt, so Alter, müssen das jetzt schon wieder einfach mal machen. So. Das kann schon super viel helfen. Nur dieses Routinierte, jeden Tag zu wissen, jeden Abend müssen wir das jetzt machen, so auch auf Zwang schon, dass es halt genau dann passiert ist, dass es in der Beziehung dann eben langweilig wird. Wann geht Eifersucht zu weit? Ich glaube, Eifersucht geht vor allem dann zu weit. Es gibt gesunde Eifersucht, finde ich, wenn man so gemeinsam sagt, so von wegen, oder so von wegen, ey, hier, guck mal, die sieht doch süß aus und so. Wenn man so gemeinsam guckt, er sieht gut aus, die sieht gut aus und irgendwann hat man so dieses Vor und beide checken dann so immer, sage ich mal, Leute aus. Eifersucht geht dann zu weit, wenn eine der beiden Personen in der Beziehung meint, dass da schon Betrügen hintersteckt, dass das so eine große Eifersucht ist. Eifersucht ist auch zu groß, wenn man eingeschränkt ist. Damit will ich sagen, kennen aus der Vergangenheit auch von einem Kumpel noch von damals, der in einer Beziehung war und auch Freundinnen hatte, also normale Freundinnen neben der Freundin, also neben der eigentlichen Freundin in einer Beziehung. Und die hat dann so gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du so Kontakt dazu hast. Und ja, dann so, was ist denn das Problem daran? Naja, du triffst dich mit anderen Mädchen. Auch bei so einem Punkt, finde ich, geht Eifersucht viel zu weit. Dann merkt man aber auch, dass das Vertrauen Basis geschaffen ist. Soweit, wenn man immer das Bedürfnis hat, in das Handy des Partners zu gucken, wenn man immer das Bedürfnis hat, zu wissen, was der andere gerade macht, wenn man dauernd das Gefühl hat, der andere lügt, dann weiß man auch so, kann man die Beziehung auch endlich ganz sein lassen. Also Beziehung fußt immer unfassbar auf Vertrauen, das ist das Allerwichtigste. Wenn man einem Partner kein Vertrauen gegenüberbringt, dann vergesst es, dann hört man mit der Beziehung auf, weil es ergibt dann keinen Sinn. Deswegen ist ja auch das Problem bei Fremdgehen, wenn es einmal passiert ist, kannst du die Beziehung nicht nochmal anfangen, weil es könnte jederzeit wieder passieren. Ich sage zwar immer, klar, man sollte jedem Menschen eine zweite Chance geben, aber ich bin leider auch jemand, der die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen aus Fehlern grundsätzlich eher nicht lernen können. Bin eher der Meinung, dass Leute, die einen Fehler schon mal gemacht haben, dass sie ihn immer wieder tun würden. Das ist einfach, weil es in der Natur des Menschen ist, bestimmte Dinge eher zu tun als, aber das ist eine Sache, über die kann man streiten. Das ist nur eine These, aber es ist nichts, was jetzt irgendwie... Ich sag mal, jein. Man kann aber jetzt nicht so, glaube ich, wenn man einmal betrügt, würde ich nicht eine zweite Chance geben, weil das ist No-Go. Bei anderen Sachen würde ich sagen, man hat einen Fehler gemacht, dann gibt man eine Chance. Also mit Fehler meine ich jetzt zum Beispiel, boah, keine Ahnung. Ich habe deine Eltern angelogen, wir kommen nicht und dann kommt raus, dass die gelogen haben und dann ist irgendwie der Freund, wenn ich jetzt aus dieser Perspektive spreche, irgendwie dann so sauer, will nichts mehr mit ihr zu tun haben, aber sagt, ich gebe dir natürlich noch eine Chance. Das ist was vollkommen anderes als sowas. Sag mal, zweite Chancen, ja. Man kann sich in gewisser Weise ändern, wenn man auch gemeinsam daran arbeitet. Wenn man nicht daran arbeitet, dann nicht.
irgendwie fest bewiesen ist. Was kann man machen, wenn man eine lange Beziehung möchte? Such dir ein richtiges Pendant dazu. Also du musst einfach jemanden finden, der auch dazu Lust hat, logischerweise. Ich glaube, der falsche Ansatz ist da eben mit Leuten direkt irgendwie zum Beispiel ins Bett zu steigen. Klar, kann auch eine lange Beziehung daraus wachsen, aber von vornherein, falls du sagen, mir geht es darum, die Person kennenzulernen, auch vielleicht erst mit der Person zu verreisen, zu wissen, wie die Person wirklich ist, wie ihr naturell ist. Das ist, glaube ich, viel bereichernder, als wenn es dann am Anfang sich nur auf das eine fokussiert. Aber auch da können natürlich lange Beziehungen daraus wachsen. Wichtig ist aber natürlich, wenn du von vornherein sagst, hey, ich habe Bock auf eine lange Beziehung und nicht, ich will nur was Kurzes, dann weiß die andere Person immer Bescheid. Ist das erste Mal eigentlich auch schmerzhaft für die Jungs? Nee, also ich habe das noch nie gehört von jemandem, dass es schmerzhaft ist. Keine Ahnung, ich könnte mir Szenarien ausmalen, wo es schmerzhaft sein könnte, aber grundsätzlich nicht. Ich habe aber auch gehört, dass es nicht für alle Mädchen schmerzhaft ist. Manche schon, aber nicht für alle. Außer, ich glaube, nur an einem Punkt könnte es für die Jungs schmerzhaft sein. Ich sag das mal so, wenn man so 6-7 Stunden Sex hat, dann schon. Und zur Frage davor, was war jetzt aber die Frage davor? Darauf würde ich ja auch nur so kurz eingehen. Und jetzt mal die Frage davor. Warte mal. Business. Was kann man machen? Achso, mit lange Beziehung, ja genau. Was Jonas auch gesagt hat. Man wird irgendwann den oder die Richtige finden und dann weiß man auch, dass es. Dann weiß man es einfach. Also man merkt es. Man merkt es vielleicht nicht immer gleich sofort und aus jeder Bekanntschaft, aus jeder Gelegenheit. Kann man den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden? Nicht. Ich habe aber auch gehört, dass es nicht für alle Mädchen schmerzhaft. Manche schon, aber nicht für alle. Also es ist nicht immer so, dass es damit verbunden ist, dass irgendwie die Mädchen krass bluten und mega schreien, weil alles so wehtut oder so. Das ist unterschiedlich. Ich glaube, am besten geht man einfach entspannt an die Sache ran. Sowohl Junge als auch Mädchen, dann kann es gar nicht so schief laufen. Ja, meine Freunde, das Video, kurz und knapp, wieder mal ein paar Fragen zu Beziehungen und Liebe und allem drum und beantwortet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt super gerne mal, ob ihr Bock habt auf einen Boys Talk. Einfach so ganz entspannt ein bisschen rumsitzen und über die Sachen sprechen. Hat mich sehr gefreut. Zur Information, es kommt demnächst auch noch der Krasnessert-Vlog auf meinem Private Channel. Jonas Privat heißt, der schaut da gerne mal vorbei. Okay. Das war's von mir. Euch einen wunderbaren Tag und bis dann. Ciao. Okay. Tolles Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt fast eine halbe Stunde. Jetzt könnt ihr noch so 1,5 Stunden warten. Und dann kommt noch ein zweites Video. Das habt ihr euch gewünscht. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, was das für ein Video ist. Das habt ihr euch gewünscht. Und ich denke, morgen geht's dann weiter. Morgen, wenn heute natürlich alles auch so nach Plan läuft, kommt Märchen in Asozial. Ich werde gucken. Sollten wir hinkriegen. Ich denke, das ist nicht so das Problem. Und ja, auf jeden Fall bleibt mir da noch zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr Teil der Top-Familie werdet. Wir haben fast die 700. Empfiehlt mich weiter. Macht die Statistik besser, sage ich hier auch nochmal. Im Januar kommt eine Zusammenfassung des Jahres. Von daher, gebt nochmal alles und dann bleibt mir noch zu sagen, euch einen schönen Abend und Anpfiff ab 5 Uhr. Haut die Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.